Die Fußball-WM naht und spaltet die Inspektion 5 in zwei Lager. Während Arne Schneider den Start kaum erwarten kann, graut es Klaus Wiebel vor dem Hype um das runde Leder. Und wo guckst du so auf das Auftaktspiel der Deutschen? Ich weiß, ich muss das noch ein bisschen. Ich gucke das Auftaktspiel überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, maximal vom Fernseher, aber ich bin Fußballflüchtling. Echt? Ja, es gibt doch nichts Besseres als Grillen, Bier trinken und Fußball gucken. Oder? Ach, wie langweilig. Was machst du denn? Jetzt vergessen wir mal Grillen und Bier trinken. Ja. Ja. Ihr habt heute das Vergnügen, das wisst ihr, ne? Dass wir Grillen und Bier trinken. Nein, ich mach den, dann bin ich den 33. Ich mach meine Aufgabe. Ja. Ja. Danke nochmal. Wir beide kennen. Ja? So ach, da freue ich mich. Du Sterne bei der Nudelsuppe. Ja. Okay, dann würde ich sagen, an die Arbeit. Ja. Okay. Okay. Alles klar. Sehr gut. Schlaf da. An die Arbeit. Ist eine junge Dame draußen. Ja. Guten Tag, hallo. Guten Tag, junge Frau. Was können wir für Sie tun? Winter ist mein Name, Clara Winter. Ich bin schon ein paar Mal bei Ihnen gewesen, weil bei mir am Betrieb die Wände vollgeschmiert worden sind. Also richtig mit Graffiti. Und jetzt ist es so, dass mir mein Firmenwagen auch vollgeschmiert wurde. Mhm. Und ich auch Drohbriefe am Wagen habe. Deswegen bin ich hier. Ich wollte, dass Sie das ganz gerne zu der Anzeige mit aufnehmen. Sind Sie mit dem Auto hier? Ja. Also da steht draußen, Sie können sich das gerne mal angucken kommen. Ja. Ich habe auch den Drohbrief nicht angefasst. Das ist gut, ja. Um da keine Spuren zu verwischen. Der Kollege kümmert sich um Sie, ja? Muss am besten mal draußen angucken. Ja. Okay. Gehen Sie einmal fort. Zeigen Sie mir mal, wo das... Ich zeige Ihnen das. Hier vorne steht mein Auto. Sie sehen es wahrscheinlich schon. Hier der weiße Hinterlos ist das. Okay. Das ist natürlich ärgerlich. Wieder dieses Floor, was vorher auch schon auf der Wand gewesen ist. Da hatte ich ja schon... Das haben Sie bei sich zu Hause dann schon... auf der Arbeit war das, ne? Genau. Ja. Auf meiner Arbeitsstelle. Das ist ja der Firmenwagen. Ja. Und was jetzt noch neu dazu kam, ich zeige Ihnen das mal. Ich habe das extra nicht... abgemacht. Hier, bald kriege ich dich. Das sind jetzt die Drohbriefe, von denen Sie erzählt hatten? Richtig. Das ist jetzt der einzige Drohbrief? Nein, das ist nicht der erste Drohbrief. Ja. Ich habe im Handschuhfach noch welche. Ja, warten Sie mal kurz. Ich gucke mir den mal ganz kurz an. Ich habe den auch nicht angefasst. Ja, Sie wissen jetzt nicht, wo der herkommt, dass Sie da irgendwas gesehen haben? Nein, oder so? Nein, gar nicht. Der war da heute Morgen. Ja. Und weil eben auch diese Schmiererei wieder da gewesen ist, bin ich direkt hier hingefahren, damit Sie das eben dann... Dann zeigen Sie mir noch mal die anderen. Ja, die habe ich im Auto. Ja, okay. Zeige ich Ihnen, die sind hier. Geh besser nicht im Dunkeln raus. Da wird mir auch schon ganz mulmig, wenn ich ehrlich bin. Okay, das hört sich natürlich schon sehr brutal an. Ne? Ja, dafür wirst du bezahlen. Können Sie sich irgendwie erklären, von wem das kommt, dass Sie irgendwie von der Arbeit her jetzt jemanden da auf den Schlips getreten sind oder so, dass Sie irgendwie schlechte Arbeit abgegeben haben? Oder? Gar nichts. Ja. Könnte ich mir echt nicht vorstellen, wer das war. Oder im privaten Bereich, dass Sie sich das mit irgendwie männlicher Person oder irgendwie verscherzt haben, irgendeine Liebschaft oder irgendwas sowas? Nicht. Ja gut, das ist natürlich, weil ein Anhaltspunkt bräuchte natürlich, in welche Richtung wir ermitteln. Ich würde den Drohbrief da vorne jetzt noch mal mitnehmen. Sie können ja noch mal überlegen, ob Ihnen da irgendwas einfällt. Ja. Dann mache ich im Nachhinein noch mal Bilder von dem Aufdruck. Aber das ist jetzt nur hier auf dem Fahrzeug oder heute auch noch woanders gewesen? Nein, heute habe ich nirgendwo anders noch was. Das war halt die letzten Tage an der Wand meines Betriebes. Genau. Und heute eben an meinem Betriebsauto plus die Briefe. Okay, ja, das geht ja dann auch schon länger. Ne? Also da müssten wir uns schon mal Gedanken machen. Genau, die Briefe jetzt seit ein paar Tagen. Ja. Und das ist halt das, was mir wirklich auch ein bisschen Sorge bereitet. Ja, gut, klar. Das ist ja auch gut, dass Sie dann zur Polizei gekommen sind. Ich würde sagen, wir nehmen das mal in die Anzeige mit auf. Wie gesagt, sehr Bilder gerne. Machen wir dann gleich noch mal. Und Sie können ja im Laufe der Anzeigenaufnahme dann mal überlegen, wer da in Frage kommt, weil einen Anhaltspunkt bräuchten wir ja jetzt. Ja? Das wäre für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, super. Gut, dann würden wir die Anzeige nur aufnehmen. Ich würde die Anzeige dann so aufnehmen von dir, okay? Ja. Gut, dann setzen wir einfach mal hier hin. Ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Das ist die Frau Winter, Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ja. Okay, dann würde ich mal einen Ausweis von Ihnen benötigen, ja. Aber irgendwie eine Idee, wo das herkommt, haben Sie immer noch nicht, oder was? Nee. Ja, okay. Der Ausweis und die Adresse, das ist noch aktuell? Ja. Ja, Malvenweg 41. Genau. In Köln. Okay, dann würde ich die Daten erstmal in die Anzeige aufgeben. Würde die anderen Sachen mal aufrufen. Dennis, hallo.
Ich bin noch bei der Polizei, ja genau. Okay, wieder ist jetzt schon wieder was dran geschmiert worden. Als ich heute Morgen losgefahren bin, war da noch nichts. Ich bin jetzt auch gerade bei der Polizei. Warte mal kurz. Also mein Kollege ruft mich gerade an aus dem Betrieb und da ist wohl gerade die Scheibe beschmiert worden. Jetzt ganz frisch? Ganz frisch jetzt gerade. Auch in den gleichen Farben. Was steht denn da? Okay. Irgendwie Saftla ist wohl nicht ganz zu Ende geschrieben worden. Okay. Ist da noch jemand vor Ort? Hast du jemanden gesehen? Also mein Kollege ist da, aber sonst hat er jetzt keinen. Peter ist nicht mehr zu sehen. Okay, dann sagen Sie ihm, er soll nichts anfassen. Das würde ja Sinn machen, dass wir dann sofort da auch mal hinfahren und uns das angucken. Ja. Ja, er soll nichts anfassen, wir sind in 5 Minuten. Das Graffiti ist noch frisch und wurde offenbar nicht vollendet. Das bedeutet, der Täter wurde bei der Tat überrascht und befindet sich möglicherweise noch in unmittelbarer Nähe. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Sie haben angerufen? Ich habe angerufen, Dennis Busch, der Geschäftspartner. Ja, von der Frau Winter. Ja. Dennis Busch. Ja, wir sehen es ja schon. Das ist jetzt ganz frisch, oder was, hatten Sie gesagt? Ich kam vorhin zu unserem Betrieb und fand die Schmiererei auf der Scheibe. Ja. Woraufhin ich ja die Frau Winter angerufen habe. Ja, die war ja bei uns auf der Wache. Also die hat ja gesagt, dass das vorher noch nicht so war. Ne? Nein, definitiv nicht. Oh. Das ist ja auch dasselbe Farbe, ne? Den Beamten fällt auf, dass es sich möglicherweise um zwei Täter handelt. Während auf dem Auto ein echtes Graffiti war, ist der Schriftzug auf der Scheibe schlichtweg Schmiererei. Sie haben jetzt auch keinen gesehen, der hier weggelaufen ist oder irgendwie sowas? Seitdem ich auf dem Firmengelände bin, hat hier niemand das Gelände betreten oder verlassen. Circa 15 Minuten. 15 Minuten, okay. Ja, gut, ich habe die Tür aufgeschlossen und habe nichts weiteres gemacht. Ja. Es gibt auch keine Überwachungskamera hier? Nicht für den Außenbereich. Oh, okay. Ja, das deutet ja jetzt schon darauf hin, dass, weil es ganz frisch ist, jetzt auch noch darunter gelaufen ist und nicht zu Ende geschrieben ist, dass Sie vielleicht denjenigen hier gestört haben. Ne? Ich habe niemanden bemerkt. Ja. Mhm. Aber Sie haben jetzt auch keine Anhaltspunkte dafür, wer das sein könnte, dass Sie irgendwie einen Geschäftspartner haben, mit dem Sie sich zerstritten haben oder irgendwie sowas? Nein. Weil die Frau Winter hat uns ja auch Zettel mit der Bedrohung gezeigt. Ja. Ja. Wir haben ja seit einiger Zeit Probleme mit Schmierereien und mit Drohbriefen. Genau, ja, da hatten Sie ja zwei Anzeigen schon mal gemacht. Ich würde sagen, aufgrund der Zeitspanne, dass es noch gar nicht so lange her ist, gucken wir vielleicht noch mal, ob sich vielleicht hier irgendwo einer versteckt hat. Ja, wir gucken noch mal hier bis hier. Genau, gucken wir mal hier in der Nähe, ob wir hier vielleicht noch Anhaltspunkte finden. Ja. Ja. Also, dass hier jetzt einer weggelaufen ist oder so? Nein, hätte ich bemerkt. Hier liegt ein Handy, das ist jetzt... Oh. Ist das von hier? Ihnen oder was? Nein. Bestimmt nicht. Sicher nicht von Ihnen? Ganz sicher nicht. Okay. Nein. Offenbar hat der Täter bei seiner Flucht nicht nur die Sprühdose zurückgelassen. Möglicherweise hat er auch sein Handy verloren. In der Hülle finden die Beamten eine erste heiße Spur. Florian Naumann, Fürstenstraße 38. Der Name sagt mir nichts. Könnte ja zumindest so ein Anhaltspunkt sein, dass ihm das Handy hier gehört. Sagt Ihnen jetzt gar nichts. Nein. Ja, auch das vom Aussehen hier nicht. Okay. Völlig unbekannt. Hm. Gut. Magst du mal eine Abfrage machen? Würde ich, ja, würde ich jetzt auch sagen. Personalien derweil laufe. Genau. Ich gebe dir einfach mal das Handy. Kann er vielleicht noch mal überlegen. Gibst du seine Personalien auf? Ja. Genau. Florian Naumann. Was sagt Ihnen jetzt überhaupt nichts? Okay. Gut. Bestimmt nicht. Ja. Kann ich gerade mal einen Ausweis haben, bitte? Ja, gerne. Arnold für den 1535. 1535, der 01 hört dich. Ja, wir sind hier vor Ort angekommen. Wir haben auch die Besprühung gesehen. Da steht Saftlad. Wahrscheinlich sollte es Saftladen heißen. Ist nicht ganz fertig geworden. Sieht auch relativ frisch aus. Des Weiteren haben wir hier ein Handy gefunden mit einem Namen drin. Da könnte ich Frau Winter noch mal zu befragen. Der Name ist Naumann. Vorname Florian. Den kannst du mir mal überprüfen. Vielleicht hat er ja was mit der Szene zu tun. Ja, Naumann Florian wird überprüft und ich frage mal nach. EB. Tatsächlich ist der Verdächtige kein unbeschriebenes Blatt. Ja, eure abgefragte Person, der Naumann Florian, ist tatsächlich schon mal polizeilich in Erscheinung getreten. Auch im Deliktsfeld der Sachbeschädigung. Er ist in der Vergangenheit immer unter dem Pseudonym Flor aufgetreten. Florian Ludwig Otto Richard Flor. Aktuelle Fahndung wäre negativ. Ich gebe den Namen dann mal an die Kollegen weiter und mal hören, ob wir da noch was ermitteln können.
Ja, okay, das ist ja das, was auf dem Auto stand. Dann habe ich das mit. Danke. Ich muss dich gerade stören. Ja. Die Kollegen haben sich von draußen gemeldet. Die sind da in der Sache, ermitteln die. Ja. Die haben doch da ein, zwei Ansätze. Und auch Antworten haben auch eine Personalie. Okay. Sagt Ihnen der Name Naumann irgendwas? Florian Naumann? Florian Naumann? Nee, hab ich noch nicht gehört. Gar nichts, auch von der Firma irgendwie nicht, dass er da. Also eigentlich kenne ich die Leute, die in der Firma oder mit der Firma zu tun haben vom Namen her. Das sagt mir leider nichts. War eventuell nur mal Nachfrage. Die Kollegen hatten mal gefragt. Gut, alles klar. Okay, ist auch kein Problem. Die Ermittlungen am Tatort durch Heidi Matera und Arne Schneider werden währenddessen von einer lautstarken Auseinandersetzung unterbrochen. Was haben wir denn da? Mal kurz. Komm her, du! Nein, du Bobblech! Hey! 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 Polizei! Aus der Kuh! Aus der Kuh! Scheiße! Auf die Wand! An die Wand! Auf Schmierfränk! Auf an die Wand hier vor der Tür! Mit dir auf ein Stück drüber! Stückchen rüber an die Wand! Die brauchen wir nicht stehen. Gut. Wenn du mich noch einmal anpackst, ja? Es redet jetzt keiner, wenn er nicht gefragt ist. Haben wir uns verstanden? Ja, Idiot. Okay. Dann zähl es mal. Ja, der hat mich angegriffen. Warum? Der hat dreier rumgeschmiert, die Sau. Wie war es rumgeschmiert? Was ja, der hat dir die ganze Drista-Drüsten dran geschmiert. Sie waren das vorne, oder was? Der redet Müll, das war ich überhaupt nicht. Ich habe überhaupt gar nichts damit zu tun. Hä? Wie kommen Sie da drauf? Ja, ich bin hier durch die Stadt gegangen und dann war der da vorne mit seinen Dosen hier da dran sprühen. Das ist ja sehr klug, die Polizei ja anzulügen, ne? So, ist das Ihr Rucksack hier? Ja, das ist mein Rucksack. Ja, ist aber dann schon, ne? Hier sind so Farbspraydosen und da vorne ist auch beschmiert, also es passt. Passen Sie schon. Auf, ich bekenne mich, ich schmiere und ich sprühe auch Graffiti. So. Und es mag wohl auch so sein, dass ich für einige Graffitis hier in der Umgebung verantwortlich bin. Mhm. Dazu bekenne ich mich auch gerne. Ja. Aber ich habe nichts mit der Sprüherei da hinten zu tun. Hör doch auf, du hast doch da lang geschmiert, Mann, Junge. Sie wollen uns ja jetzt nicht erzählen, mit dem ganzen Rucksack voller Spraydosen. Ja? Ja. Vorne ist was gesprüht worden und jetzt wollen Sie doch nicht erzählen, dass Sie vorne jetzt nicht gesprüht haben. Haben Sie meine Graffitis gesehen? Sich? Haben Sie die anderen Graffitis hier in der Umgebung gesehen? Ich weiß doch gar nicht, was Sie sprayen. Ja. Wenn Sie sich die anderen Graffitis hier in der Umgebung anschauen und sich dann das Graffiti da hinten auf dem Fenster anschauen, dann werden Sie einen Unterschied merken. Ja. Welchen merken? Der Unterschied liegt darin, dass das Graffiti da hinten eine Beleidigung ist. Ja, was steht denn da? Saftlad. Richtig. Ja. Mhm. Und Sie machen ich Kunst. Beleidige niemanden, sondern ich mache Kunst. Ich sage was aus mit meinen Graffitis. Was sprayen Sie? Ich sprühe einen Kürzel meines Namens. Und wenn Sie wissen wollen, was das ist, dann gucken Sie sich den an. Okay, da brauche ich nicht lange gucken, weil sowas hatten wir heute nämlich am Auto schon. Da stand Flor. Und wenn ich mir die Farben hier angucke, blau und orange, das ist nämlich genau das, wie es gesprüht wurde. Das sind auch meine Farben. Das ist auch Kerl, das wird teuer für dich. Glaub mir das. Ja, wir regeln das schon. Ja, mit diesen ganzen Sprayern haben wir natürlich auch schon Bekanntschaft gemacht. Ne? Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass ich Sachbeschädigung begehe. Die hüppe ja auch dann auf die Bahn und mache das auf dem fahrenden Zug. Alles Risiko. Muss alles nicht sein, sag ich mir. Herr Roth, die Adresse ist noch aktuell? Ja, die ist aktuell. Löststraße 20. So. Gut, Ihnen, ist das der Herr Naumann? Ja. Gut, den haben wir ja schon überprüft. Genau, das haben wir ja schon. Dann bekommen Sie das gleich wieder zurück. Du fragst ja immer ab, ne? Ja. Mhm. 01 für den 35. Der 01 hört. Ja, also wir haben hier vor Ort eine weitere Person angetroffen, haben auch den Herrn Naumann angetroffen, den Sprayer von dem Fahrzeug. Die zweite Person heißt Roth Richard Otto. Theodor Heinrich, 15 11 79. Ihr könnt ja bei der Frau Winter auch nochmal nachfragen, ob diese Person bekannt ist. Ja, das hat der 01 somit, ich frag mal nach. Der Name des Sprayers war der Melderin völlig unbekannt. Anders sieht es bei dem Namen der zweiten Person am Tatort aus. Roth habe ich definitiv schon mal irgendwo gehört. Der Name ist mir nicht fremd. Mhm. So ein Dickerer mit Glatze und Ziegenbärtchen. Ich hatte vor 2 Wochen Vorstellungsgespräche und der Otto Roth ist auch bei mir gewesen. Der hat nicht so ganz meinen Anforderungen entsprochen, sage ich jetzt mal, und konnte dem dann natürlich auch keine Stelle anbieten. Der ist bei mir im Betrieb gewesen und den habe ich leider nicht nehmen können. Genau. Aussage erteilt. Ja, richtig. Dann gebe ich den Kollegen mal so weiter. Und damit hat der angebliche Zeuge sogar selbst ein Motiv für die Tat. Arne Schneider konfrontiert den Mann umgehend mit den Vorwürfen. So, Herr Roth, Sie haben es ja anscheinend mitgehört. Die Besitzer des Ladens, hier kennen Sie. Ja. Ja?
Könnte natürlich die Geschichte ein bisschen wandeln jetzt. Ich habe mich mal eben beworben. Ja, die haben mich abgelehnt. Ich bin eine qualifizierte Fachkraft. Ja, das war wohl scheinbar die einzig richtige Entscheidung, sie abzulehnen. Ich bin Gravurmeister, ich bin Ledergürtelmacher. Also ich mache seit 30 Jahren den Job. Du brauchst mir nichts zu erzählen. Ja, gut. Das versucht, mich anzuschwärzen, du Pisser. Hier, eine kleine Beleidigung. Nicht so besser jetzt. Also, Herr Roth. Die Theorie, ich habe mich mal hier beworben, ja. Die Theorie von dem Herrn Naumann ist aber sehr interessant gerade. Welche Theorie? Die er gerade gesagt hat. Sie haben das selber geschmiert. Ich habe doch die Karre nicht von dem angeschmiert. Fast wäre dein Plan draufgegangen. Ich sag nur, wenn einer einen Saftladen reinschreibt, dann sind ja Emotionen im Spiel. Und so wie sie sich jetzt hier gerade geben, sind sie ja schon ein bisschen sauer auf den Laden. Waren Sie das davon oder nicht? Haben Sie jetzt eine Falschaussage gemacht? Aha. Ja, das ist natürlich der Saftladen, das ist auch wirklich wahr. Ja, und auch keiner erzählt. Nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe, weil ich ein Piercing im Gesicht habe. Und dann tut es eben in die Schuhschäbe. Finde ich schon toll, oder? Also, Herr Roth, das ändert die ganze Sachlage. Fakt ist, der Herr Naumann hat den Wagen beschmiert, das nehmen wir an. Das heißt aber, für die Beschmierung vorne kommen Sie nicht in Frage. Ausweis hat er wieder, dann würde ich sagen, wir können ihn erstmal entlassen und kümmern uns um ihn, oder? Ja, er ist ja auch entlastet, also tut uns auch leid, aber wir müssen auch erstmal nach den Fakten gehen. Also der Rucksack ist sichergestellt. Entlastet. Wir kommen nochmal auf Sie zu, schriftlich, ne? Genau. Der Rucksack ist sichergestellt, sind Beweismittel, brauchen Sie gar nicht versuchen. Damit ist der Fall vor Ort erledigt. Für das Besprühen des Firmenwagens erhält der polizeibekannte Sprayer eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wie das abgelaufen ist und der ganze Rotz, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber wie Sie hier agieren, da hätte ich Sie auch nicht eingestellt. Wegen der kleinen Schrift oder was? Das ist eine Sachbeschädigung. Bestimmt nicht wegen der Schrift. Was denn noch? Nee, das liegt an Ihrem Wesen. Ja, ich würde auch sagen, am Auftreten. Das Wesen, also, hören Sie doch auf. Ändert doch nichts an der Tatsache. Ja. Fakt ist, wir würden Sie auf jeden Fall mit aufs Revier nehmen. Ja, genau. Da können Sie, da ist die Frau Winter noch bei uns, da können Sie sich bei der vielleicht auch mal entschuldigen, wenn Sie es nicht hier schon gemacht haben. Aufgrund der Aggression gerade, stelle ich Ihnen jetzt einmal die Frage, verhalten Sie sich ruhig im Polizeiwagen oder muss ich Sie jetzt auf den Boden legen, fesseln? Das müsste man nicht. Das wollen wir auch nicht. Ich frage nur, ob Sie sich ruhig verhalten. Dann kriege ich mal hin, das ist jetzt, das ist jetzt gut. Fertig, Mann. Dann nehmen wir nämlich das Täschchen mit. Genau. Kommen Sie einmal mit. Ja, gut. So. Na gut ist das nicht, wie Sie sich hier verkauft haben. Der Mann muss sich wegen Sachbeschädigung, falscher Verdächtigung und Bedrohung vor Gericht verantworten.